Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Fever 2. Mit Ach und Krach habe ich es noch hingekriegt, die Montagsfolge aufzunehmen. Wir haben auch heute schon den 4.11. und zwar ziemlich genau, ich glaube 15 Uhr oder sowas. Und ich habe es zum Glück noch geschafft, die Folge aufzunehmen. War mir unglaublich wichtig, an diesem 3-Folge-Rhythmus festzuhalten. Aber jeder von euch, der schon ein bisschen arbeitet und Co. macht, der wird wissen, dass das nicht immer ganz so einfach ist, da die Zeitfenster einzuhalten. Dementsprechend freut es mich umso sehr, dass das jetzt heute noch geklappt hat. Und wir heute gemeinsam, ich glaube, in die 10. Folge reinspringen können, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich habe das Game wieder, ich glaube, 5-6 Monate weiterlaufen lassen. Einfach auch, um ein bisschen Geld zu bekommen, sodass wir da ein bisschen schneller vorankommen. Und nicht die ganze Zeit nur auf unsere Moneten warten. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es die nächsten 2 Folgen wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden wird, weil ich jetzt gerne erstmal auf ein paar Sachen eingehen möchte, die vielleicht ein bisschen links liegen gelassen wurden. Und zwar geht es unter anderem, was wir gleich als erstes machen werden, um die Modernisierung unserer Flotte. Wir haben noch auf super viele Linien hier diese altbacken motorisierten Kutschen mit ungefähr minus 2 km/h Endgeschwindigkeit. Und wir haben ein paar andere Sachen, die man angehen sollte, wie zum Beispiel hier dieses Transportproblem, dass hier 217 Leute warten, die wegtransportiert werden wollen, dass das hier noch nicht richtig doppelspurig ist, dass wir den Durchsatz hier vorne in der Ziegelei erhöhen müssen und vielleicht auch von der Bäckerei hier. Also wir haben wirklich jetzt ein paar Sachen zu tun, wahrscheinlich die ganze Woche über, um unser Unternehmen auf stabilere Füße zu stellen. Unser Gewinn ist nämlich ganz okay, aber könnte besser sein. Wir haben immer noch 24 Millionen Schulden. Und machen so ungefähr vielleicht eine Mille plus, wenn es gut läuft bei uns. Und da würde ich jetzt wirklich gerne mal versuchen, ein bisschen Tempo reinzubringen, sodass wir einfach mehr Geld am Ende des Monats bekommen und nicht immer so lange darauf warten müssen, dass wir da größere Schritte machen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir auf schwer spielen und dass alles ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir das ein bisschen verbessern. Zum Beispiel haben wir hier direkt den ersten Punkt. Wir haben hier 37 Werkzeuge und wir haben hier super viele Bretter, 54, da kommt schon wieder unser Zug an. Wir pausieren mal kurz das Game und wir verdoppeln hier mal direkt die Fahrzeuge auf der Strecke. Von wo kommen die denn eigentlich? Wo kommen die Fahrzeuge? Ach, von hier kommen die Fahrzeuge, okay. Und jetzt haben wir hier nämlich, glaube ich, gleich 100 Bretter, wenn er es überhaupt abladen kann. 24 sind wir direkt schon wieder übers Limit hinausgeschossen und vergeuden damit dann am Ende Materialien. Und hier kommt auch nicht so viel an, wie ankommen könnte. Der Zug ist zwar schon voll und wir haben noch 11 Tonnen. Das heißt, im nächsten Zug können wir den eigentlich ausbauen. So, das ist hier unser Pinneberg-Lübeck-Zug. Den können wir auch mal ganz kurz verbessern. Wir nehmen mal Passagiere und packen hier noch 2 Waggons hin dran und erhöhen die Kapazität wenigstens schon mal auf 50. Und langfristig gesehen dann natürlich auch den Triebwagen, damit wir da schneller durchkommen. Ach, das ist schon echt cool. Guck mal, da überholen die sich gegenseitig. Das sieht man auch nicht häufig, dass der Zug, der Cargo-Zug, den Passagierzug überholt. Vielleicht nicht gerade das realistische Szenario, aber die cruisen hier, glaube ich, auch mit 80 Sachen durch die Gegend, ja. Wieso hat er, ach, der hat keine Ziegel, weil hier keine angekommen sind, ne? Ja, dann können wir auch noch, stopp, ist das der Ziegelzug? Nee, das ist ja, wer wusste, der Zug, der die Ziegel bringt hierhin. Der ist das. Okay, wie viele Tonnen hat er denn hier? 21 nur. Okay. Den können wir auch mal kurz ein bisschen verlängern. Cargo. Machen wir da ruhig. Machen wir da 3 weitere an. Und bringen mehr Ziegel hier oben hoch in die Stadt. Weil, hoppla, jetzt hat es geruckelt. Auch hier in Lützelhausen sind wir erst bei 60%. Und haben hier relativ viele Fahrzeuge beim Verteilen. Da können wir hier ruhig ein bisschen mehr abgreifen, um da den Durchsatz zu erhöhen. Und natürlich am Ende des Tages dann auch den Gewinn. Wir brauchen aber, glaube ich, hier auf der Strecke auch zeitnah jetzt noch einen zweiten Steinelieferanten. Ich glaube, der kommt da auch nicht ewig gut hinterher mit seinen 48 Einheiten pro Turn. Aber okay, das sei mal dahingestellt. Wie sieht's hier aus? Ja, guck mal, jetzt kommen die hier schon wesentlich besser zurecht. Wir sind jetzt schon wieder unter 50 mit dem nächsten, der jetzt hier anhält. Und der fährt jetzt gerade erst zurück und holt die nächsten Bretter da hinten ab. Okay. Wer ist das? Der holt Werkzeug ab. Und guck mal, hier liegen 50 Tonnen Werkzeug. Das heißt, auch den können wir jetzt direkt schon erweitern.
Können wir ruhig drei Stück dranhängen, oder? Ja. Und jetzt verlieren wir schon wieder richtig Geld. Man sieht schon, wir sind schon mal. Hui. Sind wir direkt mal kurz ins Minus gesprungen. Das geht relativ fix hier. Aber ich glaube, mit den neuen Einstellungen dürften wir hier ganz gut Geld erfüllen. Erst recht auch, wenn der ankommt. Mich würde mal interessieren, was wir da jetzt bekommen. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile ein bisschen zu viel Fahrzeuge auf den einzelnen Strecken. Dadurch, dass wir jetzt auch nicht mehr nur die 25 km haben, sondern schon die 40, muss man aufpassen, dass wir da nicht zu viel stehendes Geld haben oder zu viel Verlust haben, weil die Fahrzeuge die ganze Zeit warten müssen. Schauen wir mal. Wie viel bringt der? Ja, der bringt jetzt auch schon 500.000. Also das ist schon ein ordentlicher Sprung nach oben, was die Einnahmen angeht. Wenn wir den jetzt noch auf 80 km/h hochziehen würden, dann würde es hier richtig rund gehen. So, das haben wir. Wie viel Tonnen Werkzeug liegen jetzt hier? 39. Und jetzt kommen wie viel nochmal an? 56. Okay. Da können wir hier auf jeden Fall noch zwei Fahrzeuge draufpacken. Machen wir das mal. Weil jetzt kommt nochmal richtig ein großer Schwung an. Mal gucken, wie viel wir damit verdienen. Das würde mich auch mal interessieren. Dass wir uns wenigstens mal so einen kleinen Überblick verschaffen, was eigentlich los ist. Und dann hoffe ich, dass das dazu führt, dass wir hier unseren Gewinn ordentlich steigern können. Wie viel kriegen wir jetzt hier? Hallo? Hä? Ist der leer gefahren? Bin ich blöde? Oder habe ich es nicht gesehen? Nee, er hat es abgeliefert. Okay, wie viel ist es? Der hat doch jetzt nicht eine Million. Das müssen noch zwei Fahrten. Also es muss eine und noch eine gewesen sein. Ich glaube jetzt nicht, dass der mit dem einen eine Million hier hingebracht hat. Okay, das haben wir. Dann ist hier aufgeploppt ein Bauernhof, ein weiterer. Und ich würde jetzt mal gerne gucken, wie viel kostet mich das, wenn ich jetzt hier wirklich mal einfach eine Strecke durchziehe. 1,3 Millionen. Ja. Sind die Fahrzeuge eigentlich wirklich so anfällig, was Steigerungen angeht? 1,1. 1 Million. Okay, ich kann es auf ungefähr 1 Million drücken. Könnten wir einen Tunnel hier hin machen? Und könnten die zwei noch verbinden mit LKWs? Und dann könnten wir hier Getreide hinbringen mit einer LKW-Strecke. Und dann hier den Output mit Brot auch nochmal nach oben bringen. Weil wir am Ende das Brot ja nicht nur hier oben brauchen, in Lübeck, sondern inzwischen auch hier hinten in Ingolstadt. Und wir haben hier zwar auch eine Bäckerei, aber wenn wir jetzt hier schon das Verteilzentrum haben, hier hinten, können wir ja hier noch ein Verteilzentrum aufmachen und dann auch die Sachen entsprechend zutragen. Ich muss halt ein bisschen gucken, dass wir das nicht so kleinteilig machen, diese Verteilzentren, aber zum gewissen Grad kann man das, glaube ich, ganz gut aufsplitten. Und die Teilabschnitte sollen natürlich auch nicht zu kurz werden. Also so ein Abschnitt hier zwischen einem Verteilzentrum und einem Bahnhof, das ist Schwachsinn. Aber zum Beispiel die Bäckerei, die hier produziert, bis hierhin das Zeug bringen. Und dann von hier hin, vielleicht bis hier hin das Zeug bringen. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Da können wir auch genug Züge betreiben, glaube ich. Ja, ich glaube, das ergibt Sinn. Und warum nicht den Bauernhof hier anbinden? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Aber wir machen jetzt erstmal kurz die Verbesserung. Ihr seht schon, ich springe hier wieder von sonst was nach sonst was. Das sind hier die Passagierlinien, ne? Ja, die müssen wir mal kurz austauschen. Ersetzen. Wunderbar. Erste Linie. Dann die Pinneberger Linie. Na, Fahrzeuge verwalten. Machen wir da mal die besseren Busse drauf überall. Und dann gucken wir mal, ob wir damit nicht auch ein bisschen unsere Einnahmen erhöhen können. Weil in der einen oder anderen Stadt warten auch super viele. Ingolstadt ist vielleicht mal die nächste, die dran ist. Ist immerhin die schon am längsten existierende. So, wie sieht es denn hier mit Passagieren aus? Ja, an vereinzelten Stellen warten schon relativ viele. Und das geht natürlich jetzt auch schneller, weil wir jetzt die schnelleren Fahrzeuge hier in der Stadt haben. Lustig, das ist ein offener Tourismusbus, der hier die Leute hin und her schippert. Okay. Und natürlich ein Punkt, den wir auch noch verbessern müssen, wenn wir heute schon dabei sind, ist, dass wir hier jetzt bei 100% sind. Hier sind wir ungefähr bei der Hälfte. Da haben wir noch ordentlich Luft nach oben. Aber das Ding ist jetzt bei 100%. Das heißt, wenn wir hier mehr rauskriegen wollen, brauchen wir zwangsweise eine weitere
Ölquelle. Hier oder hier zum Beispiel. Und dann wird sich ja hier auch ein Verteilzentrum anbieten, dass das Öl hier hingebracht wird und dann hier runtergebracht wird. Und dann könnte man vielleicht doch die Stadt noch anbinden. So viele Entscheidungen, ihr seht das schon. Weiß gar nicht, was man machen soll am Ende. Aber ertragstechnisch, na, die Ziegelzüge, die sind noch nicht wirklich lukrativ. Und die Strecke kann eigentlich nicht unlukrativ sein, außer sie ist zu langsam. Wo ist jetzt hin? Ah, jetzt hat sie Geld verdient. Jetzt sind wir ins Plus gerauscht. Okay, sei es drum. Wie sieht es hier oben jetzt aus? Hier sind noch 20 Einheiten. Und der müsste gleich wieder kommen, der Zug da vorne. Okay. Hier sind wir bei 50%. Wie sieht es hier hinten jetzt aus? In Lützelhausen. 49 Einheiten. Und auch 40%, okay. Müssen wir die Raten überall erhöhen. Ah, guck, und jetzt seht ihr schon. Jetzt haben wir hier den Zug verlängert. Hier werden auch Sachen abgegriffen. Jetzt kommt der hier schon gar nicht mehr richtig hinterher mit seinen 48 Einheiten. Das heißt, bevor wir den jetzt verdoppeln, modernisieren wir vielleicht erstmal den Zug hier. Den haben wir ja schon relativ lange. Dann können wir mal kurz gucken, ob wir uns das irgendwie leisten können, den auf das hochzuheben. 1,4 Millionen. Lassen wir es mal weiterlaufen. Cargo. Wo waren die Steine hier? Der kann 80 fahren. 1,8. Eine 48er Kapazität, aber den nehmen wir deutlich schneller. Das heißt, das nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal mit. Ist zwar jetzt wieder eine riesige Investition gewesen, den werden wir auch noch länger machen, den Zug. Aber dadurch, dass er jetzt, ich glaube, das Ding doppelt abbilden kann, in der gleichen Zeit wie der andere das nur einmal geschafft hat, dürfte das ein deutlicher Boost in Sachen Gewinn sein. Und dann machen wir in dem nächsten Schritt die Strecke hier zweispurig und machen hier noch zwei gegenläufige Fahrzeuge hin. Wir sind nämlich hier, glaube ich, auch noch gar nicht so weit. Guck mal, wir sind erst bei Versand bei der Hälfte ungefähr. Also wir können das tatsächlich noch aufschrauben. Jetzt sind wir mal wieder kurz ins Minus gerutscht, aber das dürfte sich relativ schnell wieder beheben. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Was gibt's hier? 400.000, okay. Der nimmt wieder Ziegel mit. Sehr schön. Mittlerweile wird's was, muss ich sagen. Auch die Strecken sind ganz cool. Aber wir könnten hier, während wir jetzt sowieso auf unser Geld warten, vielleicht die Gleisführung noch ein bisschen fortsetzen. Wir haben jetzt hier zweispurig, hier haben wir vierspurig. Die könnten hier natürlich jetzt reinlaufen und dann behalten wir die Dinger, die wir haben. Das können wir machen. Ah, wir haben jetzt natürlich gar kein Geld aktuell. Hoffen wir, dass jetzt gleich was geliefert wird mal wieder. Keine Oberleitung, diesmal achte ich drauf. Na, wenigstens ein bisschen Geld. Und wieder pleite. Mitten in der Folge und kein Geld, um irgendwas zu bauen. So muss das sein. Jetzt kam mal wieder eine 500.000 dazu. Sehr gut. So. Bis hier. Und dann du auch da rein. Komm. Super. Dann kommen die nämlich hier rein und dann wird es vierspurig weitergeführt. Dann läuft es hier hin. Okay, hier hinter müssten wir es auch vierspurig weiterführen. Und dann bräuchten wir das Verteilzentrum. Vielleicht hier. Obwohl, das ist relativ nah an der Stadt. Vielleicht doch erst hier. Wir machen es hier hin. Hier kommt das Verteilzentrum hin. Die Strecke ist auch erst einspurig, okay. Machen wir es jetzt vierspurig oder zweispurig zwischen den Städten? So. Wieso lässt er mich das hier nicht ranflanschen? Was soll das? So. Nee, von den Höhen her passt das. Machen wir es so. Bisschen Friemelarbeit.
So. Ach, ich depp. Ich habe schon falsch gebaut. Aber wir müssen nicht alles wegmachen. Nur das hier. Das Ding ist ja noch gar nicht zweispurig hier. Das Ding ist noch gar nicht zweispurig. Deswegen hat es auch nicht richtig gesnappt. So, jetzt. Und jetzt geht's auch. So, jetzt haben wir hier die vierspurige Strecke. Das sieht ja cool aus, durch die unterschiedlichen Höhenlevel hier. Und dann treffen sie sich am Ende wieder im Bahnhof. Nice, gefällt mir. So, jetzt ziehen wir das mal kurz hier dran. Was will ich denn für ein Depp? Kommt nicht wieder den gleichen Fehler wie vorhin. Sag mal, wieso flanschst du dich denn nicht hier ran? Was soll das? Ach, jetzt bin ich hier auch schon wieder niedriger, oder was? Hör doch auf. Okay, ich darf anscheinend nicht so weit gehen. Dann scheint er Probleme mit dem Snapping zu bekommen. Aber ich will ja auch nicht unendlich Geld ausgeben. Wir wollen das nur mal kurz ein bisschen vorplanen. So dass, wenn wir wieder richtig im Saft stehen hier, was Geld angeht, dass wir dann das Ding einfach direkt fertig bauen können. Super, mit Vierfachgleise müssten wir mehr als genug zwischen den Städten haben. Dass wir hier zwei in jede Richtung definieren können. Und dann können die Züge sich gegenseitig überholen. Oder verursachen auch nicht so viel Stau. Okay. Ich habe das Gefühl, wir kriegen mehr Geld rein durch die ganzen Verbesserungen. Ja, kommt richtig was zusammen mittlerweile. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Haben wir hier geschafft, den Durchsatz zu erhöhen? Ja, guck mal, sogar im VZ-Zentrum sollen schon 77 abgeholt werden. Das heißt, den können wir direkt verlängern. 32 ist nicht mehr zeitgemäß. So, nee, Ziegel. Nehmen wir 72 auch direkt. Machen wir einen richtig groß. Nehmen wir direkt alles mit, was hier steht. Ja, der ist auch kurz vor wieder vom Level ab. Das gefällt mir. So, und der nimmt jetzt alles mit. Perfekt. Dann haben wir hier nämlich jetzt auch 72 drin, die hier abgelegt werden. Und dann hat der Zug hier auch ein bisschen mehr zu tun. Der fährt nämlich aktuell ziemlich häufig leer. Und das wollen wir nicht. Hier stehen immer noch 156. Das heißt, auch den könnten wir jetzt demnächst mal modernisieren und die Möglichkeit für mehr Leute bieten, Richtung Lübeck zu kommen. Lübeck sieht mittlerweile übrigens richtig nice aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Fehlen nur noch ein paar Hochhäuser, aber das dürfte nicht mehr lange dauern, bis die kommen. So, wie sieht's hier aus? Wie viel Brot kann der transportieren? 36, okay. Die kommen auch nicht so hundertprozentig hinterher. Das heißt, ich tendiere wirklich dazu, das Teil hier noch anzubinden. Oder wir müssten beide Züge entsprechend modernisieren. Müssen wir mal schauen, was eher Sinn ergibt. Aber hier ist echt viel weg. Guckt euch das mal an. Alles wird hier abgegrast. So ist der Bedarf mittlerweile. Und wir haben auch, glaube ich, ziemlich viele schnelle Fahrzeuge hier drauf. 1 Million für die Ziegel, die hier runtergebracht wurden. Das nenne ich mal einen guten Betrag. Und hier liegen schon wieder 76. Okay, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Linie hier, die Getreidelinie. So, Fahrzeuge verwalten. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Da fährt aktuell, fährt da noch der Zug. 6 Millionen. Ich glaube, das können wir uns nicht mehr ansatzweise leisten, irgendwas zu modernisieren. Eigentlich will ich es auch nicht auf 60 km, ist ja Quatsch. Von dem hier auf den upgraden, wenn, dann macht er einer von den beiden Sinn. Aber allein die Zugmaschine kostet schon 3,4. Und wir haben aktuell einen Durchsatz von 40 pro Zug.
Ich weiß, die Züge sind schneller, aber wir bräuchten 6,4 Millionen, um das zu realisieren. Nee, das können wir aktuell nicht. Da müssen wir ein bisschen für sparen. Aber dann würde ich die hier wirklich gerne erhöhen, dass wir mehr Brot hier hinbekommen. Oder wir bauen doch den Tunnel. So. Was ist hier mit dem Werkzeug? Hält sich das? Okay, hier geht's auch richtig gut vor. Habe ich hier überhaupt schon Public Transport? Nein, ne? Oh, und die ersten Hochhäuser. Cool, ich hätte gedacht, Lübeck ist die erste Stadt mit Hochhäusern. Aber Sindelsheim hat es gemacht. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, ob wir hier vielleicht eine Straßenbahn reinkriegen. Warum nicht? Oh, und wir haben die besseren Straßen endlich. Das heißt, wir müssen hier sowieso irgendwann mal alles modernisieren. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Tramgleis. Schauen wir mal. Was kann ich denn hier upgraden, ohne dass ich... Ah, die Gebäude werden entfernt. Nee, das geht. Müssen wir mal schauen. Wie wird das hier vernünftig connected bekommen? Dann haben wir hier nämlich eine Straßenbahn in der Stadt. Okay, jetzt haben wir hier einen Rundkurs. Das wird ja schon reichen. Und dann machen wir hier auch noch Tramgleise hin. Ah, die hätte ich elektrisch direkt machen können. Müssen wir nochmal kurz machen. Kostet jetzt nochmal. Aber wir haben es ja. Wir haben es ja. Okay, und dann können wir jetzt hier eine Straßenbahn reinsetzen. Warum nicht, ne? Dann haben wir wenigstens mal eine schöne Straßenbahnstrecke hier. Warte, fahren die jetzt alle in die richtige Richtung? Ich muss mal kurz gucken. Ja, ja. Okay, warte, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich hier irgendeinen Mumpitz hingesetzt. Ah, jetzt habe ich das eine Ding weggemacht aus Versehen. Muss kurz die Strecke reparieren. So geht's. Kann ich das hier auswählen? Linie verwalten. So, jetzt geht's wieder. Und jetzt können wir hier gleich ein Gebäude hinsetzen für Trams. Eine Linie fertig machen. So, das haben wir. Nennen wir es wie immer Sindo. Ich glaube, Sindo habe ich es genannt. Tramlinie 1. Und kaufen uns da mal Straßenbahn drauf. Nehmen wir die. Und zwei Stück müssten eigentlich reichen. Halbe Million, Jesus Maria. Weiß gar nicht, ob sich das überhaupt jemals lohnt. Oh, nee, Ingolstadt hatte doch schon ins Lebensmittel. Okay, das war nur noch mal eine zusätzliche Info. Ich wollte schon sagen, das hatten wir doch schon. Cool, jetzt haben wir hier auch eine Straßenbahn. Da fährt sie. Und was bietet sich mehr an zum Ende dieser Folge, als mal eine Runde mitzufahren? Und sich daran zu erfreuen, wie schön dieses Game doch eigentlich ist. Dafür, dass es schon 5 Jahre alt ist. So. Und zum Abschluss. Heute stand relativ viel kleinen Mist auf der Liste. Wir mussten ziemlich viele Strecken modernisieren und ein paar Sachen verbessern. Wir haben jetzt auch schon wieder 5 Millionen drauf auf dem Konto. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen und uns dann mal um die Zuglinien kümmern. Ich denke mal, dass ich morgen Abend dazu komme, die nächsten Folgen aufzunehmen. Und freue mich jetzt schon auf euer Feedback. Und wie es hier mit der Linie weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, dass der Upload jetzt klappt. Bis dahin.